Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute Morgen hat uns unser vormaliger Digitalminister, Herr Professor Pinkwart von der FDP, quasi auch formal endgültig verlassen. Seine Partei hat aber offenbar noch einiges aus seiner Zeit aufzuarbeiten, was in der sogenannten NRW-Koalition liegen geblieben ist. Sicherheit von Kommunikationsnetzen und anderer kritischer Infrastruktur, das ist etwas, was Sie alle, was FDP und CDU und davor SPD und Grüne über Jahre und Jahrzehnte sträflich vernachlässigt haben. Wir haben das etwa bei der IT-Ausstattung unserer Krankenhäuser immer wieder angemahnt, nur um von Ihnen zu hören, dass das ja schlimme Panikmache sei. Nun, die letzten knapp 3 Jahre haben uns ziemlich genau das Gegenteil bewiesen. Sie haben uns bewiesen, dass unser Gesundheitswesen immerhin das teuerste der EU und das drittteuerste Europas, selbst bei bestenfalls mittelschweren Erkrankungen, schnell überlastet ist. Und dass es kommunikationsmäßig immer noch zwischen Papierrezept und Faxgeräten feststeckt. Sie haben uns bewiesen, dass ein Hochwasser ausreicht, um Energie- und Kommunikationsnetze außer Gefecht zu setzen und dass die Menschen vor Ort sich weniger auf staatliche Hilfe als auf Selbsthilfe und Ehrenamt verlassen können. Sie haben uns bewiesen, dass die zweitgrößte Rundfunkanstalt Europas, darüber sprechen wir heute ja noch, im Falle einer solchen Katastrophe nicht mal in der Lage ist, die Bevölkerung adäquat vor Lebensgefahr zu warnen, von einem funktionierenden Sirenennetz ganz zu schweigen. Und gerade das letzte Jahr hat uns nachdrücklich vor Augen geführt, wie sehr wir inzwischen dank der, Zitat, dümmsten Energiepolitik der Welt von einigen wenigen Energieträgern abhängig sind und wie real die Gefahr größerer Stromausfälle inzwischen ist. Vor diesem Hintergrund ist es wahrlich nicht verkehrt, wenn die FDP, reichlich spät zwar, aber immerhin, dieses Thema auch anspricht. Aus der Opposition heraus zwar, aber es schadet ja nicht. Und es ist schön, dass die FDP sich tolle Leuchttürme vorstellt, wo die Bürger dann im Katastrophenfall ihr Handy aufladen können und gleich noch per WLAN ins Internet gehen können. Noch schöner ist es, wenn Sie sich vorstellen, dass alle Behörden mit Satelliteninternet ausgestattet sind und somit auch im Katastrophenfall erreichbar bleiben. Sie vergessen freilich zu erwähnen, dass der Einzige, der Ihnen eine solche Infrastruktur derzeit anbieten kann, Elon Musk ist, aber das ist sicherlich ein Vergehen. Noch viel mehr vergessen Sie den armseligen Digitalisierungsstand unserer Behörden. Die sind ja schon im Regelbetrieb kaum zu einer digitalen Dienstleistung in der Lage und sie wollen jetzt quasi buchstäblich das Faxgerät an den Satelliten anbinden. Meine Damen und Herren, das ist doch ziemlich weltfremd. Man muss ja eigentlich froh sein, wenn die rudimentärsten Sachen einen Stromausfall durchhalten. Etwa das Funknetz der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, also Polizeifunk, Feuerwehrfunk und so weiter. Meine kleine Anfrage vom Juli 2021 ergab, dass die Funkstationen in der Regel mit einer Notfallbatterie für 4 Stunden ausgestattet sind. 4 Stunden, meine Damen und Herren. Und wenn dann keiner mit einem Notstromaggregat bereitsteht, und das ist unwahrscheinlich, wie uns das Hochwasser gezeigt hat, bleiben Polizei und Co. unerreichbar. Das, meine Damen und Herren, ist der Zustand, der Status quo in NRW. Und das, meine Damen und Herren, war und ist grob fahrlässig. Und hier muss man ansetzen. Ja, liebe FDP, es wäre schön, im Notfallleuchtturm sein Handy aufladen zu können. Aber es bringt den Menschen natürlich wenig, wenn sie damit nicht mal Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst erreichen können. Und besser als jede dieser Krücken wäre es, unser deutsches Stromnetz wieder in einen Zustand zu bringen, der uns solche Sorgen erspart. Mit einer ausreichenden Versorgung aus Kernenergie oder auch heimischer Kohle, damit wir hoffentlich nie in eines dieser Schreckensszenarien geraten, die Sie, so zeigt es Ihr Antrag, offenbar noch nicht einmal im Ansatz überschauen können. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass da gute Ansätze drin sind. Sie zäumen das Pferd zwar von hinten auf, aber darüber können wir gerne im Ausschuss sprechen. Und vielleicht hilft es ja gegen das eine oder andere Szenario, die Sie hier schildern, etwa wenn die Heizung kalt bleibt oder die Babynahrung kalt bleibt oder wenn, wie es heißt, Ampeln nicht mehr funktionieren. Aber die funktionieren ja schon seit 2021 nicht mehr. Vielen Dank.